Pray for Manchester, Bete für Manchester steht in großen Lettern auf der Videowall der Manchester Arena. Ein Selbstmordattentäter richtet hier am Montagabend um 22.33 Uhr Ortszeit ein Blutbad an, in dem er sich in die Luft sprengt. Der Täter wird am Dienstagabend identifiziert. Ich kann bestätigen, dass der Mann, der vergangene Nacht das Attentat durchgeführt hat, der 22-jährige Salman Abedi war. Er wurde noch nicht formal von der Gerichtsmedizin identifiziert, daher möchte ich hier keinen weiteren Kommentar abgeben. Unsere Priorität gemeinsam mit dem Antiterrornetzwerk der Polizei und unseren Partnern in den Geheimdiensten ist es nun zu ermitteln, ob er alleine gehandelt hat oder Teil eines größeren Netzwerks war. Der Bomber ist britischer Staatsbürger und wird in Manchester geboren. Seine Eltern stammen aus Libyen und fliehen Anfang der 90er Jahre vor Diktator Gaddafi nach England. In den vergangenen 10 Jahren lebt die Familie im Süden von Manchester. Dort wird Salman Abedi radikalisiert. Der sogenannte Islamische Staat bekennt sich zum verheerenden Anschlag. Derzeit ist allerdings völlig unklar, ob die Terrormiliz das Attentat tatsächlich beauftragt hat oder es sich nur im Nachhinein auf ihre Fahnen heftet. Im Internet kursiert auch ein Bekennervideo, das Experten allerdings für eine Fälschung halten. Hunderte Polizisten ermitteln in dem Fall, indem es noch am Dienstag einen weiteren Durchbruch gibt. Ein Teil unserer Reaktion war die Festnahme eines 23-jährigen Mannes, der in Verbindung zu diesem Angriff steht. Und wir haben auch 2 Hausdurchsuchungen durchgeführt, eine in Wally Range und eine in Fellow Field. Beim Einsatz in Fellow Field gab es eine kontrollierte Explosion, um unseren Kräften Zutritt zu verschaffen. Ich möchte der Bevölkerung mitteilen, dass das eine normale Vorgehensweise ist und die Bürger nicht beunruhigt sein sollten. Bei dem festgenommenen 23-Jährigen dürfte es sich um den Bruder des Attentäters handeln. Premierministerin Theresa May verurteilt die Tat von Salman Abedi und seinen möglichen Komplizen zutiefst. Der Attentäter wollte ein größtmögliches Blutbad anrichten. Die Explosion geschah direkt nach dem Popkonzert, welches von vielen jungen Familien und Kindern besucht wurde. Alle Terroranschläge sind feige Anschläge auf unschuldige Menschen, aber dieser Anschlag sticht heraus für seine entsetzliche Feigheit. Zumindest 22 Konzertgäste sterben. Die jüngste Tote ist die erst 8-jährige Sephie Rose.